Yo, what's poppin' YouTube? It's your boy Michael, aka Polska Genetics. Und wir sind in Stuttgart. Oh, fuck. Licht. Und guck mal, wer da, welcher Mensch ich da aufgegabelt habe. Der Veganer von Stuttgart. Sind wir vorhin gerade Kaffee trinken gegangen. Vielleicht habt ihr das Bild auf Instagram gesehen. Für die Leute, die es noch nicht wissen, ich habe jetzt Instagram. Ich bin jetzt voll cool geworden. Und wo fahren wir jetzt hin, Alter? Wir? Ja. Ja, also wir machen jetzt so eine Tour. Und zwar habe ich mir ausgedacht für uns, ein bisschen so Stuttgarter Fernsehturm. Ja, Sightseeing. So Käffchen trinken, hinterher einen romantischen Spaziergang. Der Mischa und ich, wir sind uns schon ein bisschen näher gekommen, sind uns extrem sympathisch. Ja. Deswegen dachte ich, können wir ein bisschen was machen. Ich hoffe, unsere Freundinnen sehen das nicht. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch gar keinen Bock mehr jetzt zum Trainieren. Nee, ich denke, meine Intensity ist ein bisschen low. Ich denke, wir lassen das jetzt mit den Trainings und gehen einfach so ein bisschen die Stadt sehen, shoppen. Ich brauche noch eine neue Handtasche. Ja, also bei mir ist auch so neue Schminke, ein bisschen, ein paar Sachen. Alles. Man muss ja was kaufen, was zu diesem BMW hier passt. Hier noch. Oh. Nettes Auto. Ich habe so ein bisschen Kommentare auf Andro gelesen. Scheinbar hast du deinen Job aufgegeben und wirst nie wieder einen Job finden. Und du kannst mal für Team Andro kannst du mal noch die Rims zeigen. Ich habe mir hier extra die 20 Zoll geholt. Sind die geschmiedeten 20 Zoll, die kosten nochmal 6 Steine Aufpreis. Ah, okay. Also ich habe keine Ahnung von Autos, aber ich muss sagen, ich habe gestern kurz drin gesessen, als er da ein bisschen drauf gedrückt hat. Also nicht schlecht. Ist das Auto geleased? Was? Ist das Auto geleased? Nee, das ist vom Vater von meiner Freundin ausgeliehen, ja. Das ist ausgeliehen. Aha, sogar so. Also ist gar nicht sein Auto, wisst genau, du? Genau, das ist. Es ist geleased ist, oder nee, eben nicht geleased. Es ist also nur ausgeliehen. Das ist nur ausgeliehen. Oh, dieser Sound, Mann. Huh. Das ist ja ein Pre-Workout für sich eigentlich. Das ist nur ausgeliehen, ja. Okay. Also ihr seht, wir sind jetzt hier heil. Ich bin heil angekommen gestern. Jetzt haben wir eigentlich auch, ich habe schon gefrühstückt. Heute ist Calorie Drop dran bei mir, 2800 noch. Also ich bin ziemlich im Arsch. Aber das ist nichtsdestotrotz jetzt. What the fuck? Der gibt da richtig Gras. Naja, auf jeden Fall. Alter, bring mich nicht um. Also, wir gehen jetzt ins Gym und man sieht sich später. Polska Genetics. Hardcore Natural Bodybuilding and more. Fucking Stairmaster, Mann. So muss das sein. Das gibt's bei uns nicht. Nirgends. Sehe ich jetzt zum ersten Mal. In Amerika ist das ja überall Standard. Also dieses Gym hier, MG Fitness Stuttgart, ist auch richtig geil, muss ich sagen. Ja. Das taugt mir richtig gut und du kannst hier bei Geschwindigkeit 5 kannst du dich richtig entspannt so einwärmen. Werde ich morgen meine Cardio-Session hier verbringen. Ja. So Leute, wir sind back from the gym. Wir sind einfach nur noch hungrig wie Sau, wir haben viel zu lange gemacht. Das ist so der Nebeneffekt, der entsteht, wenn man einfach dreht und alles zusammen ein bisschen sich austauscht. War jetzt das erste Training, war trotzdem cool. Jetzt habe ich hier gar keine Geduld mehr gehabt. Ich habe jetzt hier das minimalistische Essen, ein halbes Kilo Tomaten mit ein bisschen arabischen Gewürzen von Karl. Von Omar. Von Omar. Und hier Bio-Kräutersalz. Hier esse ich nachher noch diese Kartoffeln. Und da mache ich mir noch ein bisschen Pute. Später vielleicht noch einen Joghurt mit Beeren. Ich habe noch Erdbeeren gekauft. Also eigentlich sehr Standard. Was ist der Karl jetzt? Der hat sich jetzt hier gerade Kartoffeln in den Ofen geschoben. Ich hatte jetzt schon ein, zwei Gurken. Hau mir auch Tomaten rein. Tomaten. Ich hatte noch Fettnudeln reinhauen. Stevia-Ketchup. Ja, bei mir ist es so, ich hau auch meistens ein Drittel meiner täglichen Kohlenhydrate direkt nach dem Training rein. Ja. Carb-Backloading-Style. Ja, also, oder sogar ein bisschen mehr. Also beispielsweise hau ich jetzt ein Kilo Kartoffeln rein, das sind dann 150 Carbs. Und dann hau ich nochmal so 200 Gramm Nudeln rein. Also dann komme ich insgesamt so auf 250, 300 Gramm Carbs. Okay. Okay. Also richtig fett richtig und easy. auch so 30, 40 Gramm Proteins mit dem Stevia-Ketchup. Locker, locker. Und ein paar Kartoffeln hätte ich einfach so gedünstet und ein paar esse ich so im Backofen. Und was auch noch ganz pervers ist, ist, wenn man die anbrät in Kokosöl,
Oh ja. Und Curry ist der Killer, ja. Das sind dann so asiatische Kokosnuss-Curry. Bratkartoffeln, pervers, ja. Was ich jetzt hier gerade mit meinen mache, ist, ich muss sagen, ich habe jetzt noch ein bisschen Essig hier reingetan, eben diese Gewürze. Und da kann man eigentlich diese Kartoffeln auch sehr gut so essen, mit ein bisschen Salz. Also ich, wie gesagt, wenn man hungrig ist, ist man sowieso dankbar für Essen sofort. Speziell post, für eine Diäten, die post-workout. Auch. Vor allem für eine Diäten, die auch richtig geil sind, beispielsweise 1 Kilogramm Kartoffeln, also so ein richtiger Berg, doppelt so viel wie gerade hier ist, also so doppelt so viel, ja. Hat gerade mal 700 Kalorien, also ist richtig geil. Krass. Mhm. Ja, wir sind im Bild, würde ich sagen. Ja. So. Jetzt gehen wir ordentlich Kaffee trinken. Ich bin hier voll auf Entzug. Weder der Karl noch der Ralf hat eine Kaffeemaschine am Start. Wir sind eben zu gesund für sowas, ja. Ja, also es ist wirklich sowas, ein Laster von mir, ein emotionales, dass ich einfach Kaffee, das brauche ich einfach mindestens zweimal am Tag, sogar dreimal. So ein Doppelten, jetzt heute habe ich schon vierfachen getrunken am Morgen. Jetzt haben wir gerade gegessen. Ich habe mich jetzt wirklich eben mit Kartoffeln ernährt, Chicken und Tomaten. Jetzt gibt es noch ordentlich, jetzt gab es noch ordentlich so ein Quest-Craving. Und jetzt trinken wir hier ein kleines Käffchen mit dem Chefchen hier. Käffchen mit dem Chefchen. See you later. So, fetter Einkauf hier. Mit Karl S. am Start. Was haben wir hier alles eingekauft? Das ist seine Lade. Ich habe hier sogar eine richtig geile Rice Milk, ja. Guck mal, mein Zeug, ein bisschen Knäckebrot, das in der Schweiz doppelt so teuer ist. Low Carb Pudding, Eiweißbrot, ein bisschen Früchte. Ein paar Souvenirs für die Schweiz, was man hier so nicht bekommt. Hier noch mehr so Mixed Light. Ich muss sagen, das war jetzt eine ziemliche Folter hier. Mit dem Coconut rein. Also, ja, die fragen sich ja immer so: Hey Karl, hast du nicht gelüstet, wo du Scheiß Snickers Eiscreme, sauer Bock drauf, aber kein kleines Fremd reinziehen. Geht einfach nicht, ist einfach nicht vegan. Also, ihr seht, wir haben hier ordentlich aufgerüstet. Und wir geben Gas. So, Leute, Tag 1 nähert sich dem Ende zu. Ich bin ziemlich im Arsch. Wir waren jetzt noch einkaufen und haben noch ein Riesenproblem bekommen bei der Ausfahrt. Die haben unser Ticket nicht richtig entwertet, also wirklich absolut schrecklich gewesen. Karl ist richtig ausgerastet. Hier verbleibe ich übrigens, so das Gästezimmer von Karl. Geht ganz in Ordnung. Und ja, hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Kleine Eindrücke von Berlin, von Stuttgart. Gebt mir auf jeden Fall einen Daumen hoch, wenn ihr weiterhin so Vlogs sehen wollt. Jetzt neben den ganzen Trainingsvideos und was wir sonst noch machen, was natürlich dann auch noch kommen wird. Aber einfach ich nebenbei noch so Kamera dabei haben. Wie findet ihr das? Kommentare werden angebracht. Nice. Und für weitere Vorschläge bin ich offen. Ich sag tschüss. Ich habe jetzt gerade gegessen. Ich habe mir noch einen Low-Fat-Pudding gekauft. Zu dem gebe ich dann noch ein kleines Review ab. Und ja, vielen Dank, Jungs. Peace the fuck out.